Und bei mir im Studio ist jetzt NEOS Partei- und Clubobmann Matthias Strolz. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Herr Strolz, Bert Brecht sagt, die Wirklichkeit ist immer konkret. Wann haben denn Sie zuletzt einen Joint geraucht? Oh, ist schon etliche Jahre her, aber ich habe es mal probiert, ja. Und nur einmal probiert oder bist du ein regelmäßiger? Nein, punktuell mal. Also es war nicht nur einmal, aber es ist schon viele Jahre her. Aber Sie haben auch inhaliert, im Gegensatz zu Bildzeitung. Ich habe inhaliert. Wie schaut es bei Ihnen aus, Herr Wolf? Also ich nicht, weder inhaliert noch probiert. Wie steht es mit anderen Drogen? Also wenn Alkohol eine Droge sein sollte, ja, konsumiert. Verbotene Drogen? Verbotene Drogen, nein, sonst nicht. Jetzt heißt es, Sie selber wollten diesen Beschluss Ihrer Partei zur Cannabis-Freigabe nicht. Und in der interessanterweise recht langen Presseaussendung zur Mitgliederversammlung vom Samstag, wo das beschlossen wurde, kommt das auch mit keinem Wort vor. Sie wollten auch gestern kein Interview dazu geben. Mhm. Warum haben Sie jetzt Ihre Meinung in der Sache geändert und sind plötzlich für die Legalisierung? Na, in der Sache war ich immer dafür. Ich glaube nur, dass wir das in zwei Schritten machen sollten, so wie es der Experte im Beitrag zuvor auch referiert hat. Der erste Schritt aus meiner Sicht wäre sinnvollerweise eine Entkriminalisierung. Dass wir sagen, wir haben derzeit eine 500.000 Österreicherinnen und Österreicher, die unregelmäßig Cannabis konsumieren. Und es macht keinen Sinn, dass man die kriminalisieren, dass man denen mit dem Strafrecht ins Gesicht fahren. Und es macht auch keinen Sinn, Herr Wolf, dass wir diese 500.000 Menschen darauf hinzwingen, dass sie Kontakt nehmen mit kriminellen Netzwerken, kriminellen Strukturen. Wir befeuern damit das Geschäft der Dealer. Und ich will die Dealer zurückdrängen und den Drogenmissbrauch zurückdrängen. Jetzt war aber der Beschluss vom Samstag eben genau nicht entkriminalisieren. Dieser Antrag hat nämlich keine Mehrheit gefunden, sondern Ihr Beschluss ist eben legalisieren. Ja. Völlige Freigabe. Ja. Jetzt um Ihr Beispiel aufzunehmen, dass 500.000 Leute das in Österreich gelegentlich machen. Mhm. Noch viel mehr Leute in Österreich fahren wahrscheinlich zu schnell. Wollen Sie deswegen auch alle Tempolimits abschaffen? Nein, das war deswegen der Zwischenschritt. Also ich glaube, dass im... Ja, den haben Sie aber nicht beschlossen, den Zwischenschritt. Ja, aber in der Umsetzung kann man den noch machen. Also ich glaube ja, dass man in der Realpolitik eben auch in Schritten denken sollte. Ich bin für eine Freigabe von Cannabis. Es sollte nicht kriminalisiert werden. Unter dem Ziel. Das Ziel ist, Herr Wolf, und das geht unter in der Diskussion, wir wollen Drogenmissbrauch zurückdrängen und vor allem Dealer zurückdrängen. Wir machen derzeit mit der Gesetzeslage das Geschäft den Dealern leicht. Und wir legen damit auch die Rutsche zu schweren Drogen, weil der will natürlich noch mehr verchecken. Und die ganze Diskussion ist extrem verlogen. Also wenn die ÖVP sagt, da gibt es keine Themen, müssen wir nicht drüber reden, das ist das gleiche Verhalten wie bei der Hypo, wo sie 4 Jahre sagen, müssen wir nicht drüber reden. Ja, man kann vor den Dingen, die in unserem Land geschehen, nicht einfach irgendwie den Blick abwenden. Wenn 500.000 Menschen hier abgedrängt werden ins Kriminal, dann halten wir das für falsch. Dann ringen wir nach besseren Lösungen. Und wenn Sie den Dealern das Geschäft wegnehmen wollen, dann hilft ja die Entkriminalisierung allein noch gar nichts, weil man trotzdem zum Dealer gehen, sondern da müssen Sie legalisieren. Und da würde ich jetzt gerne wissen... Deswegen der zweite Schritt dann. Genau, und wie soll der genau funktionieren? Also wo wird Cannabis dann verkauft? Gibt es dann die berühmten Haschtrafiken, die Grünen ja nicht wollen? Wollen Sie die jetzt? Darf es jeder kaufen oder gibt es da Einschränkungen? Also, wenn Sie mich fragen, was ich will, dann würde ich am liebsten einmal kommen in die ZIP 2 und über unser Kernanliegen, Bildung mit Ihnen diskutieren, Wirtschaft. Jetzt reden wir mal über den Aber Beschluss. Aber ich weiß schon, ja, zu diesen Themen laden Sie mich leider nie ein. Ja. Das stimmt Beschluss, doch gar nicht. Na ja, schon. Zu den Kernthemen, das Bildungsthema mit Ihnen diskutieren, Elementarpädagogik, unsere Schulreform, das interessiert die Österreicher. Was Sie am Samstag beschlossen haben. Aber gerne, Sie interessiert das sehr. Das ist mediale Logik. Das ist mediale Logik. Für uns war das ja auch durchdacht, warum das nicht vorkommt in unserer Aussendung, weil es nicht ein zentrales Thema ist von NEOS. Ja, aber für die Mitgliederversammlung offenbar schon. Nein, wir haben dort über 12 Themen beschlossen, Herr Wolf. Ja, von den anderen 11 haben Sie noch nicht berichtet. Okay, aber ich will Ihre Fragen beantworten. Ja, und ich kann mir vorstellen, wir machen es über die Apotheken. Das ist eine ganz ernsthafte Thematik, um die es hier geht. Ja, wir reden hier von Menschenleben, die möglicherweise beeinträchtigt werden. Ich habe selbst Bekannte, die abgeglitten sind, auch durch Cannabiskonsum in eine Art von Schizophrenie. Und wir sind hier in der Pflicht. Wir können nicht einfach sagen, wenden wir den Blick ab vor diesen Phänomenen, sondern NEOS kümmert sich um diese Fragen sehr ernsthaft. Und ich glaube, im Sinne dieser 500.000 Menschen und auch im Sinne jener, die potenziell Schaden davon tragen, dass eine Abgabe zum Beispiel über Apotheken sinnvoller wäre.
Jetzt geht Ihre Jugendorganisation ja noch viel weiter. Die sagt in ihrem Programm, es soll überhaupt alle Drogen freigegeben werden, bis hin zu Kokain, LSD und Heroin. Ist das auch Parteilinie? Nein, das sagt auch die Sozialistische Jugend im Parteiprogramm 2013 damals. Ich halte es für ein Topfen. Das wird es bei NEOS nicht geben. Unter der Obmannschaft von Matthias Strolz. Gut, wenn aber Ihr Argument jetzt ist, Sie wollen den Deal an das Geschäft wegnehmen, das würde ja für alle anderen Drogen. Genau. Ja. Da müssen Sie aber auf die Relationen hinschauen. Wir reden hier von 500.000 Menschen, die Cannabis konsumieren. Und wir reden natürlich bei Cannabis von einer leichten Droge, die ganz andere Folgen nach sich zieht, wie jetzt Kokain, Heroin, LSD etc. Und hier ist natürlich eine Trennung vorzunehmen. Das würde Ihnen jeder Experte sagen. Wie wäre es zum Beispiel mit Ecstasy? Nein, würde ich auch nicht freigeben. Warum? Weil ich das nicht sehe. Cannabis ist ein Fall einer häufigen Nutzung. Halbe Million Menschen. Aber nicht im selben Umfang, da sind wir uns schon einig. Ne? Dass die häufigst genutzte Droge nicht legal ist, Cannabis. Aber ab wann geben Sie Drogen frei? Ab 100.000 Menschen ist benutzen, ab 200.000 oder erst ab 500.000? Die Diskussion kann man führen, Herr Wolf. Wir wollen ja eine ernsthafte Diskussion führen. Ja? Ich habe keine Patentrezepte. Ich bin kein Drogenexperte. Ich kann nur sagen, so wie es jetzt läuft in Österreich, läuft es nicht gut. Wenn wir eine halbe Million Menschen ins Kriminal drängen, wenn wir sie darauf hinzwingen, dass sie mit Dealern Geschäfte machen und damit auch kriminelle Strukturen befeuern, dann läuft es falsch. So, wir schlagen einen ersten Schritt vor. Ich bin kein Drogenexperte. Wir haben hier eine sehr fundierte Diskussion eröffnet. Ich würde gerne auch in diesem Umfang über Bildung diskutieren, über einen Wirtschaftsaufschwung diskutieren. Wo kommen die Arbeitsplätze her? Ich würde gerne Strolz, auch über enkelfitte Sozialsysteme mit Ihnen diskutieren. Wir haben Sie zuletzt eine knappe Stunde hier in ORF2 gesehen, im Sommergespräch, wo Sie über all das diskutiert haben. Sommerverhör war das, kein Gespräch. Und das war doch kein Sommerverhör. und was aber da jetzt irgendwie schon auffällt, und das war ja auch ein bisschen Thema im Sommergespräch, man könnte ein bisschen den Eindruck gewinnen, wenn ich es jetzt ein bisschen bösartig sage, Ihre Partei möchte gern ein NEOS als neue Maßeinheit etablieren, nämlich als kürzeste Entfernung zwischen zwei politischen Fettnäpfen. Mhm. Das ist losgegangen hier im Studio bei Frau Milner mit der EU-Mitgliedschaft für Russland, dann die Debatte über die Wasserprivatisierung, die Abschaffung der Wohnbauförderung bis hin zu einem Anhänger des fliegenden Spaghetti-Monsters als Religionssprecher und jetzt zur Drogenlegalisierung. Sind das nicht ein bisschen viel Hoppalas in recht kurzer Zeit? Das sind keine Hoppalas. Erstens waren Sie nicht ganz sauber. Wir haben nie von Wasserprivatisierung gesprochen. Es ging um Wasserversorgung. Das ist aber und Sie müssen einfach sehen, NEOS ist die größte Erneuerungskraft Österreichs in den letzten Jahrzehnten. Und da gibt es ganz viele Kräfte, etablierte, die wollen nicht, dass wir Erfolg haben. Wir sprechen die Themen mutig an und wenn wir so ein Randthema ansprechen, dann läuft hier eine Maschine an. Sie laden mich zu den Kernthemen nicht ein. Herr Wolf, wann haben Sie uns eingeladen zum Thema Bildung? Wann haben wir das Thema elementarpädagogisch diskutiert? Das stimmt doch. Wann haben wir es diskutiert? Ich kann es Ihnen da lassen. Wann haben wir über autonome Schule diskutiert? Ich weiß, dass Sie das alle Ihre Programme mitgebracht haben. Nein, wann haben wir es diskutiert? Wann haben Sie mich eingeladen? Herr Strolz, Sie waren schon relativ häufig jetzt in der Zeit. Aber nie zum Thema Bildung. Also jeder Zuseher ein unternehmerisches Österreich. Wann haben wir diskutiert über Gewerbeordnung, Ausmischung, schon die Flügel heben gesehen für alle Kinder in Österreich. Es haben aber nicht die anderen etablierten Kräfte, die Ihnen den Erfolg nicht gönnen, ein fliegendes Spaghetti-Monster-Anhänger zum Religionssprecher gemacht. Oder das ist doch Ihr eigenes Hoppala. Ich will aber auch nicht lügen. Die Grünen haben in ihrem Parteiprogramm ganz explizit drin Legalisierung von Cannabis. Haben Sie die Frau Glawischnig eingeladen, um Sie hier zu verhören? Nein, wie das ist mit Cannabis? Frau Glawischnig habe ich dazu im Sommergespräch vor 2 Jahren befragt. Relativ ausführlich. Haben Sie offenbar nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Genau. Hat sie sich warum davon diskutiert niemand darüber, dass die Grünen Cannabis legalisieren wollen? Und hat wahrscheinlich wollen sie noch weitergehen. Gut, Herr Strolz, ich weiß, Sie möchten lieber die Grünen reden, ich möchte über die NEOS reden. Ja, reden wir über die NEOS. Ziemlich viele Menschen glauben derzeit, die NEOS werden eher weniger Erneuerung bringen, als das Schicksal des liberalen Forums zu wiederholen, nämlich nach einem großen Hype und 1-2 Perioden im Nationalrat letztlich in der politischen Versenkung verschwinden. Sie sehen das natürlich anders, das ist klar. Das ist korrekt, aber was wäre der große Unterschied zum liberalen Forum, der Sie vor diesem Schicksal bewahren wird? Na schauen Sie, Herr Wolf, wir haben vor ungefähr einem Jahr Wahlen gehabt, sind mit 5% eingezogen ins Parlament. Wir halten derzeit bei Umfragen zwischen 8% und 9%. Es gibt keine andere Parlamentspartei, die so viel zugelegt hat innerhalb des ersten Jahres. War genauso vor 20 Jahren? Weiß ich nicht, die waren nicht dabei. Ich habe hier mitgegründet eine Bürger-Bürgerinnen-Bewegung, die sich vor allem einem Thema widmet. Wenn ich
die Menschen nachts um vier wecke und frage, für was steht NEOS, möchte ich, das in einem Jahr, noch sind wir nicht dort, den Menschen antworten, Erneuerung. Wir sind die größte Erneuerungskraft, die Österreich gesehen hat in den letzten Jahrzehnten. Uns ist besonders wichtig, Herr Wolf, dass wir zu einer Bildungswende kommen, dass nicht ein Fünftel der Schülerinnen gerade lesen kann. Ich weiß, 15. dass Sie ein Parteiprogramm jetzt aufsagen können, aber auch das LIV hat ein Parteiprogramm. Die Frage ist, was ist der Unterschied zum LIV? Bis jetzt sieht es so aus, als würden Sie genau die gleichen Fehler machen, oder? Aber das stimmt doch nicht. Es gab über 1000 Neugründungen in Österreich nach 1945. Herr Wolf, es ist keine einzige Neugründung, abseits der Lagerparteien, die schon in der ersten Republik angelegt waren, so weit gekommen wie NEOS innerhalb der ersten zwei Jahre. Bei den ersten vier Wahlen. Also aus der Vogelperspektive gibt es keine erfolgreichere Neugründung innerhalb der ersten zwei Jahre, bei den ersten vier Jahrgängen, aber bei den ersten vier Wahlgängen. Also das muss man auch sehen. Und wir haben ja vorgestern unser Zweijähriges gefeiert. Das wäre ein Grund gewesen, diese Erneuerungskraft ins Studio einzuladen und zu sagen, was ist euch NEOS wirklich wichtig? Dann hätte ich Ihnen unsere Themen serviert. Ein unternehmerisches Österreich. Das ist sehr schön, Herr Stolz, dass Sie das Programm für uns machen wollen. Am Samstag, ja, gibt es keine ZIP 2. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich hoffe, Sie werden mich nicht um vier in der Früh wecken und fragen, wofür die NEOS steht. Ja, ich weiß nicht, wo Sie wohnen. Und das ist gut so.